Also ich hatte sehr, sehr lange konventionelle Therapie, heißt nur zweimal Spritzen, morgens und abends. War am Anfang ein bisschen schwierig natürlich, aber ich kam damit sehr gut klar, weil gerade durch den Leistungssport muss man eine große Disziplin entwickeln. Du kennst das mit Sicherheit auch, man hat immer zur selben Zeit Training oder man hat immer dann und dann abends das Training angesagt, egal wie es ist. Man fühlt sich mal gut, man fühlt sich mal nicht gut, aber es ist immer das Training. Und diese Disziplin brauchte ich dann eben auch, bis ich mir irgendwann gesagt habe, naja, jetzt bin ich im Job drin, jetzt ist es irgendwie doof, wenn ich morgens aufwache, mein Wert ist hoch und ich muss eine Stunde erstmal laufen gehen. Schaffe ich nie immer dann vorm Arbeiten, wenn ich um 7:30 im Büro sein will, mit eng. Heißt, dann habe ich auf die ICT mich umgestellt lassen quasi. Funktioniert super. Insulinpumpe ist bei mir insofern noch nicht in Betracht gekommen, weil wenn wir Vorbereitung für die Europa- oder Weltmeisterschaft haben, dann ist dann so ein Lehrgang, der geht auch schon mal 6 Stunden am Stück. Und in der Zeit kann ich 6 Stunden lang meine Insulinpumpe abnehmen. Das weiß wirklich auch jeder. Und auch auf dem Wettkampf, der kann sich auch über mehrere Stunden wirklich hinziehen. Und dann wird es mit der Insulinpumpe schwierig. Bei Insulinpumpe sehe ich für mich perspektivisch ja. Momentan im Leistungssportbereich noch nicht, klappt noch nicht. Also bis 2005 habe ich auch gespritzt, wollte von der Insulinpumpe auch nichts wissen. Habe den Ärzten dann immer gesagt, die mir das nahelegen wollten, stellen Sie sich mal vor, da tritt einer wirklich davor. Vor die Nadel und dann war das auch okay, das Thema war gegessen. Und dann habe ich auch eine längere Pause gemacht. Damals habe ich gesagt, ich höre auf mit dem Kampfsport, habe mich dann einstellen lassen auf die Pumpe und jetzt, wo ich 2011 dieses Comeback gestartet habe, war die Pumpe eben da. Ich habe beim Training die Pumpe immer abgelegt, einfach weil es mich auch stört und weil ich in der Zeit kein zusätzliches Insulin brauche. Da komme ich mit der Restwirksamkeit von der aktiven Basis noch hin. Und im Wettkampf habe ich dann die Pumpe eigentlich die ganze Zeit dran, bis zum Aufwärmen. Und dann gebe ich die Pumpe ab, meinem Trainer, meinem Coach und schließe sie danach wieder dran. Also für mich die Vorteile waren jetzt mit der Pumpentherapie, dass ich einfach die Basalrate an den Wettkampftagen zum Beispiel hochstellen konnte. Weil durch diese ganze Aufregung war am Wettkampftag nach dem Wachwerden eigentlich die Werte hoch. Und auch wenn ich erst das Abend um 18 Uhr gekämpft habe, bin ich da eigentlich nicht runtergekommen, sodass ich das nach und nach angepasst habe, die Basalrate dann auf 140% habe laufen lassen und dann mit einem guten Wert eigentlich dann auch in den Wettkampf gehen.